zu eurem Bonus-Reading hat Spirit eine ganz besondere Message für euch. Und zwar: Bend that ass over. Let that coochie breathe. Shake that ass, bitch. Hands on your knees. Hands on your knees. Hands on your knees. Shake that ass for Drake. Now shake that ass for me. Okay? Der Song Rich Baby Daddy von Drake. Ich hatte die Lyrics davon im Kopf, als ich hier eure Karten vorgeschaffelt habe. Nur Gott weiß wieso. Vielleicht sind einige von euch ein bisschen frisky unterwegs und sind vielleicht schon ein bisschen auf Sommerlaune. Oder vielleicht habt ihr jemanden kennengelernt, der diese Energie in euch triggert. Oder I don't know. Wir haben die Karte Higher Power. Einmal eine Fokuskarte von euch. Da geht es um euer drittes Auge, sich auf eure Intuition zu verlassen, nach Bauchgefühl zu gehen in Situationen. Und dann haben wir die Karte Orphaned. Da geht es darum, dass sich jemand verlassen fühlt, außen vor gelassen fühlt. Für einige von euch ist es so mit A Change in the Wind dahinter und Soulmates. Okay, für einige von euch ist es so, dass ihr eine Geschichte hinter euch lasst, wenn ihr in der Lage dazu seid, um dann genau diese Energie hier anzuziehen. Ja, aber um das zu machen, müsst ihr quasi den Fokus hier auf eure Intuition und auf alle Arten von Bindungsängsten oder Situationen, wo ihr merkt, das geht an mein Ego, ich fühle mich schnell außen vor gelassen oder ich fühle mich schnell ausgeschlossen oder irgendwie sowas. Ja, da müsst ihr natürlich dann hingucken. Andere von euch könnten halt, wie gesagt, auch einfach eine Situation hinter sich gelassen haben, die vielleicht sehr auf Sex basiert war, ja, dass ich diesen Song spezifisch gechannelt habe. Hands on your knees, hands on your knees. Shake that ass for Drake, no shake that ass for me. Okay, ich hör auf, sorry, Leute. Auf der Rückseite des Decks haben wir den Teufel, Steinbock-Energie, und dahinter den Eremit und dann die Gerechtigkeit. Steinbock, Jungfrau, Waage, das wäre so ein bisschen diese Energie hier von Shake that ass for Drake, na shake that ass for me, okay? Und dann sagt ihr, okay, nee, ich merke, das ist es gar nicht. Mit dem Eremiten zieht euch zurück und kommt dann eben wieder ins Gleichgewicht mit dem Gericht und dem Herrscher dahinter. Leute, ganz klare Geschichte. Ihr müsst hier in den Einklang kommen, in die Balance, wenn ihr etwas möchtet, was gesund und in Balance ist. Ja, wenn ihr diese Energie von dem Song haben möchtet, dann bleibt hier, wo ihr seid. Aber für was Ernstes ist dann vielleicht doch eher eine andere Energie besser. Ja, lasst uns gucken. Team Löwe. Erste Karte raus, Königin der Kelche. Das geht mit dieser Higher Power Karte im Einklang. Sorry, Leute, manchmal, da sind mehrere Sprachen in meinem Kopf. Königin der Kelche, Bube der Kelche und Sieben der Kelche. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr euch erden müsst, Leute. Und warum mir diese Erdenergie hier auch angezeigt wird. Das sind alles Kelchkarten, heißt, es ist unglaublich viel Gefühl, 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 was ja auch nicht schlecht ist. Aber all Gefühl bringt uns nichts, wenn wir nicht auch unseren Kopf einschalten dazu, ja? Also, Leute. Königin der Kelche, der Bube und dann die Sieben der Kelche. Ganz klare Geschichte. Jemand hier, ich habe das Gefühl, dass einige von euch schon auf dem Trichter sind. Weil wir haben hier die Karte Higher Power und die Königin der Kelche ist genau diese Frau, ja, die mit ihrer Intuition hier arbeitet. Ihr könnt sehen, sie hat einen Fuß im Wasser, einen Fuß auf der Erde und fokussiert sich hier auf den Kelch. Und interessant ist, dass der Bube der Kelche hinter ihr steht, so rum liegt es bei mir, hinter ihr steht und ihr den Kelch reichen möchte und sie das aber gar nicht wahrnimmt. Ja, sie ist vollkommen darauf fokussiert, was in ihrem Innenleben los ist. Ja, und es kann sein, dass euch jemand einen Kelch reichen möchte und ihr entweder nicht viel davon mitbekommt, weil ihr gerade in euren eigenen, mit eurem eigenen Kram beschäftigt seid und vielleicht genau diese Person auch loslassen möchtet, weil diese Person hier vielleicht Illusionen bei euch, ich sag mal, getriggert hat oder euch in Wunschdenken hält oder euch auch immer leere Versprechungen macht oder ihr euch dabei ertappt, dass ihr ständig verwirrt seid und jeder weiß oder eigentlich, weiß ich nicht, man sollte davon ausgehen, dass es jeder weiß, aber das Verhalten von den Menschen sagt ganz klar das Gegenteil. Jeder sollte wissen, dass Verwirrung nicht in eine gesunde Beziehung gehört. Ja, wenn die Leute bei mir zum Beispiel Readings buchen, dann immer ewig sagen, ja, ich bin total verwirrt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mein Seelenverwandter
Hast du gehört, was du gesagt hast? Seelenverwandtschaft, ja, das ist eine seelische Verbindung. Glaubt ihr wirklich, dass Gott jemanden in dein Leben schickt, der angeblich für dich sein soll und dich dann verwirrt da hängen lässt? I think the fuck not, okay? Also, Königin der Kelche. Was macht die Königin der Kelche hier? Eine Transformation mit dem Tod. Oder sie beendet etwas. Ja, alles ist gut. Die 10 der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Sie beendet etwas. Sie beendet hier einen mentalen Prozess und erkennt, dass es für ihre gemeinsame Fülle mit jemandem anders definitiv auch noch mehr Optionen gibt, ja, als irgendjemand, der nichts Halbes und nichts Ganzes macht. Ich mag das. Ihr könntet ja der Person, wenn die euch da an der langen Leine lässt, könnt ihr der ja mal vorsingen, okay? No, shake that ass for me, bitch. Okay, also Typen macht das bitte nicht, okay? Denkt euch eine andere Line aus, aber Viper, there you go, hier. Ich halte euch noch ein Mikro hin. Komm, sing it. Shake that ass for me, hands on your knees, hands on your knees. Now shake that ass for Drake, ja? Yeah? Mhm. Lauter, okay, gut. So, gucken wir weiter. Bube der Kelche. Erklärt mit Königin der Münzen und die 5 der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Ihr könntet mit einem Steinbock zu tun haben. Königin der Münzen ist feminine Energie. Ja, das heißt nicht, dass ein Mann nicht auch in seiner femininen Energie sein kann. Wenn ein Mann keinen Zugriff auf seine feminine Energie hat, dann ist das eine absolute Red Flag. Ja, lauf schnell und lauf weit. Ich frage mich, ob das schon die nächste Energie ist hier vielleicht auch. Wartet mal, ich hole mir mal noch eine Karte dazu. Nee. Jetzt verstehe ich. 3 der Schwerter, okay. Königin der Münzen erklärt, Königin der Münzen und die 3 der Kelche erklären den Bube der Kelche. Inklusive der 7 der Kelche und der 3 der Schwerterkarte hier und dieser Karte Orphan kann es ganz klar sein, dass jemand hier versucht, euch in einer falschen Sicherheit zu wiegen, indem er euch in einer Dreiecksbeziehung hält. Ja, wie auch immer diese Dreiecksbeziehung aussehen mag. Das muss nicht zwingend sein, dass jemand weggeht und oder hingeht und auch wirklich betrügt, also im physischen Sinne. Das kann emotionaler Betrug sein, physischer Betrug. Das kann aber auch Betrug sein im Sinne von, jemand hat zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund, wo er dann immer über euch reden geht oder wo er sich über euch beschwert ständig oder eine dritte Person, die super viel Einfluss auf die Beziehung hat oder auf das, was eben zwischen euch ist. Ja, es könnte sein, dass das hier so ein bisschen euch sauer aufstößt, beziehungsweise ja, der Mond und die Hohepriesterin dahinter mit den 5 der Münzen. Ihr wisst, dass da etwas nicht ganz koscher ist. Das kann auch so eine Situation sein wie meine beste Freundin. Ja, die berühmteste und liebste Aussage von Männern. Meine sehr gute, beste Freundin. Leute, ich sag euch so viel, verlasst euch hier auf euer Gefühl. Euer Gefühl täuscht euch nicht. 7 der Kelche erklärt mit 6 der Münzen und der Kraftkarte. Und das ist eure Karte mit 5 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Hier ist definitiv eine Challenge. Die Challenge ist aber nicht, in der Situation zu bleiben, bis eure Person dann sagt, ja okay, ich lasse jetzt meine 584 anderen Optionen auch fallen. Sondern die Challenge ist, euch hiervon zu befreien, in eure Kraft zu kommen, ja, und zu verstehen, dass ihr die Hebel in der Hand habt. Ja? Sie entscheidet, wer was bekommt. Die beiden hier unten sind angewiesen auf sie. Ja? Nicht irgendjemand anders entscheidet, was du bekommst, sondern du entscheidest, was du möchtest, was du bekommst und was du willst und was du dir holst. Ja? Das liegt ganz alleine in deinen Händen, ob du hier die Kraft sammelst, ja, und die Courage hast, den Mut hast, dich aus dieser Situation zu lösen und wieder zu dir selbst zu kommen. Stop crying, wenn ihr hier mit dem König der Kelche und dahinter ist der Turm, wenn ihr hier aus dieser Crybaby-Energie rauskommt, ja, dann kommt hier der König der Kelche, dann kommt ihr wieder in Einklang mit euren Emotionen und dann kommt die Turmenergie. Das ist radikale Veränderung. Der Zerfall von etwas, was eh kein festes Fundament hat, okay? Wir haben Skorpion-Energie, ich zweimal Skorpion-Energie, ich habe Krebs hier, ich habe eigentlich alle Wasserzeichen hier. Steinbock, Löwe.
Und die 6 der Münzen weiß ich gerade nicht, was das ist. Irgendwas Erdiges. Aber ich habe ja am Anfang auch Steinbock und Jungfrau gesehen. Okay, Freunde? Okay, das habe ich für euch. Ich hoffe, es hat euch Klarheit gebracht. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Danke für eure ganzen Views. Und Hashtag. Und danke für alle, die sich als Crybaby geoutet haben. Das liebe ich, okay? Wir können uns alle zum gemeinsam hinsetzen. Ich lieb's hier. Also Leute, wie immer, wer ein privates Reading haben möchte oder mir auf Instagram folgen möchte oder dem Conscious Club beitreten möchte, alle Infos dazu findet ihr in der Info. Ich bin zu schnell, Valerie. Hol Luft. Findet ihr in der Infobox unter jedem meiner Videos. Und wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen.